programmieren wir also jetzt eine HTML-Response aus unserer Plain-Response zu machen, das Ganze hier etwas zu verschönern. Dann schreiben wir hier als MIME-Type einfach Text HTML hinein. Der Browser wird sich auch darüber freuen und definieren jetzt hier eine einfache HTML-Struktur. Das HTML besteht aus Head und Body. Dann packen wir das Ganze einfach in einen Paragraph. Und jetzt müssen wir das Ganze noch sauber wieder schließen. Schreiben. Wenn wir das Ganze jetzt hier speichern, können wir das Ganze automatisch sehen. Sie jetzt lädt er hier unten diesen Kontext Hello World Servlet noch einmal. Das heißt, er hat es gemerkt. Sozusagen der Ersatz für das Hot Code Replace, was Sie normalerweise in der Entwicklung haben. Und Sie können das jetzt wieder aufrufen. Normalerweise sollte das Ganze dann auch direkt arbeiten. Sie sehen, dass das Hello World hier jetzt noch als Text in einer Proportionalschrift kommt, in einer nicht proportionalen Schrift, also in sowas wie Courier kommt, weil es eben ein Plaintext war und darauf will dieser Browser Sie hinweisen. Und wenn wir es nochmal laden, dann sehen Sie jetzt hier oben diesen Titel, den wir gerade eingefügt haben, und darunter in einer nicht in einer proportionalen Schrift tatsächlich sehen wir dann diese Ausgabe Hello World. Also der Browser hat jetzt auch diesen geänderten Typ wahrgenommen. Wir könnten das Ganze jetzt auch noch auf Application XML bringen. Das wäre einfach eine Fingerübung. Dann müssen wir natürlich hier eine saubere XML-Struktur rausschreiben. Application JSON könnten Sie natürlich auch händisch formatieren. Da haben Sie gesehen, dass Sie dann die entsprechenden geschweiften Klammern brauchen und müssen das Ganze als syntaktisch korrektes JSON ausgeben. Da ist dann die Schwierigkeit, dass ein Browser damit nichts mehr anfangen kann. Und dann brauchen Sie extra JavaScripts auf der Browserseite oder Parser-Libraries, um das vernünftig zu testen. Und deswegen ist das dann eine Frage, wie die andere Seite aussieht. Sie können natürlich dort auch versuchen, dann REST-Test-Tools einzusetzen, mit denen Sie sich das JSON-Ergebnis erstmal grafisch ausgeben lassen.